Hallo zusammen, willkommen bei Toss & Fun und willkommen bei einem neuen Video mit dem Spielzeugguru. Und Freunde, heute verspreche ich euch, dass es ganz schön Action geladen wird. Und das haben wir vor allem diesem Ding hier zu verdanken. Wir haben hier nämlich so eine Art Pistole, aber keine normale Pistole. Das sieht man schon, die ist ein bisschen anders. Die kann nämlich Gummibänder verschießen, so viel verrate ich schon. Aber bevor wir uns das Ding genau anschauen, gucken wir uns einmal kurz die Verpackung an. Das Ding kam in dieser Plastikverpackung, das ist nicht so interessant, aber interessanter ist ja vielleicht das Ding hier, was da oben noch war. Da steht nämlich ein bisschen was drauf. Das Ding heißt also Rubberband Shooter und hier unten steht noch Made of Real Wood, also aus echtem Holz hergestellt. Wobei das natürlich auch für die Optik nicht so einen großen Unterschied macht. Aber auf jeden Fall ist das Ding aus Holz und nicht aus einem anderen Stoff wie Plastik oder so. Hier hinten ist noch ein bisschen Text, da ist noch eine Anleitung, wie das genau funktioniert. Aber ich würde sagen, das Ding, das schmeißen wir einfach weg, denn das ist nicht so wichtig. Viel wichtiger und interessanter ist natürlich, wie das Ding hier aussieht und wie das funktioniert. Das schauen wir uns jetzt gerade mal ein bisschen an. Wir haben hier vorne nämlich so einen Lauf. Hier können wir gleich die Gummibänder reinstecken. Die werden nach hinten gespannt und über diese Stäbchen hier drüber gezogen. Je nachdem, wie viele Gummibänder man benutzen möchte. Wir fangen gleich erstmal mit einem an und versuchen dann noch ein bisschen mehr Gummibänder zu benutzen. Und wenn das Ganze fertig gespannt ist, kann man das mit diesem Abzug hier bestätigen und dann geht die Action los. Dann wird dieses Gummiband abgeschleudert. Das wollen wir natürlich auch jetzt direkt ausprobieren. Und bevor wir hier etwas rumschießen, stellen wir einmal hier ein Stück Pappe auf, nur um sicher zu gehen, dass hier nichts kaputt geht. Denn die Pappe, die sollte das meiste abhalten. Dann fangen wir jetzt damit an. Dann ziehen wir jetzt das erste Gummiband hier durch den Lauf und hier drauf. Und wir sehen hier, das hält hier bei dem ersten Stab noch. Und das ist jetzt hier drüber gespannt. Und geht bis hier ganz nach hinten. Und das heißt, dann kann es losgehen. Dann werden wir jetzt direkt mal probieren, ein Ding abzuschießen. Und dann schauen wir, was passiert. So, da hat schon mal Bumm gemacht. Das Ding hat sich hier auch ganz schön bewegt. Aber ich glaube, da ist jetzt kein Schaden angerichtet worden. Nee, da ist nichts Großes zu sehen. Ist ja allerdings auch Pappe. Das heißt, die hält auch schon ganz schön viel aus. Also, dass da Schaden entsteht, da muss schon etwas mehr passieren. Aber wir werden natürlich trotzdem weitermachen und werden jetzt nun zwei Gummibänder benutzen. Und die ziehen wir dann auf diesen Stab hier vorsichtshalber, weil die Spannung natürlich ein bisschen größer sein wird. Und da würde das bei dem ersten Stab nicht ganz so gut halten. Und nun ziehen wir auch das zweite darüber. Und jetzt haben wir hier zwei Gummibänder, die wir jetzt auch direkt wieder abfeuern werden. So, hoppla, da ist auch schon ganz schön was umgefallen. Denn die beiden, die haben ja schon deutlich mehr Wumm ausgemacht. Das, was natürlich auch logisch ist, wenn man hier zwei Gummibänder abschießt. Und nun werden wir das Ganze natürlich noch ein bisschen steigern und werden jetzt drei Gummibänder benutzen. Die sehen wir hier, die packen wir jetzt alle mal an und versuchen die hier alle gleichzeitig durch den Lauf zu ziehen. So, und das hat auch schon ganz gut funktioniert. Wir haben hier jetzt drei Gummibänder übergezogen. Die kann man jetzt hier auch nochmal ganz gut sehen. Die sind da alle zu sehen und hier drüber gespannt. Und nun wird es wieder Zeit, die Dinge abzufeuern. So, da hat es wieder eingeschlagen und wir konnten sehen, wie die Dinger dagegen geflogen sind. Und wir sehen gerade, ein Gummiband ist nicht abgefeuert worden, das ist stecken geblieben, das können wir jetzt auch noch abschießen. So, das ist das Ding auf einmal ganz genau an der Wand. Ja, Freunde, das war's mit den kleinen Tests mit dieser Pistole hier. Ich hoffe, euch haben die Tests gefallen und bin natürlich gespannt, was ihr dafür eine Meinung habt zu dieser Pistole hier. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr die auch gerne hättet oder euch auch holen wollt. Oder ob ihr andere vergleichbare Dinger besser findet. Ich fand die auf jeden Fall ganz cool. Das ist auch mal was anderes, mit solchen Gummibändern hier zu schießen. Normalerweise kann man die ja nur so als Fletsche benutzen, so etwa, und nicht selber abschießen. Dafür ist sie natürlich dann ganz cool gemacht, dieses Ding hier. Und ich hoffe, dass wir uns natürlich auch beim nächsten Video wiedersehen. Das können wir unter anderem tun, wenn ihr den Kanal kostenlos abonniert. Und ihr könnt natürlich auch gerne dem Video einen Daumen nach oben geben. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dann, tschüss!